Ich möchte euch zeigen, wie man ein Viereckset von Selectivity in einer Turnhalle aufbaut. Wichtig ist, dass die Turnhalle mal genug Bodenhülsen hat. Umso mehr man hat, umso ein besseres Setup kann man aufbauen. Sehr oft ist es so, dass man das Reck hat, wo verschiedene Bodenhülsen zur Verfügung stehen und die Volleyballpfosten, Bodenhülsen, die auf der Mittellinie liegen. Es gibt sehr unterschiedliche Bodenhülsen. Für gewisse braucht es einen Adapter. Bei gewissen kann man den Pfosten direkt hineinstecken. Hier bei diesen Volleyballhülsen haben wir einen Adapter dazu. Dann den Pfosten. An den Pfosten hat es solche Noppen. Diese sollten in entgegengesetzter Richtung zu der Spannungsrichtung liegen. Also wenn ich hier links und rechts eine Slackline wegspanne, dann ist es am besten, wenn die Noppen so wegzeigen. Bevor man nun die erste Slackline aufstellt, sollte man sich überlegen, welche die kürzeste Distanz ist. Weil die kürzeste Distanz ist meistens auch die, auf welche man die niedrigste Einstellposition wählt. Ich fädle hier die V-Loop der Ratsche auf der Seite ein. Das gleiche mache ich mit der Slackline Allround auf der anderen Seite. Schau, dass die Slackline nicht verdreht ist. Die Ratsche hänge ich so ein und nicht umgekehrt. Das hat der einfache Grund, wenn man sie so einhängt, kann man einfach auch hier drüber laufen und es sind nicht so viele scharfe Kanten und Ecken, wie wenn die Ratsche der Hebel nach oben zeigt. Also am besten so. Dann fädle ich das Band hier durch die Spindel der Ratsche hindurch. Ziehe das ganze Band hindurch. Ziehe das Band von Hand straff an und halte es mit einer Hand zusammen. Das ist ganz wichtig, denn so kann ich das Band gerade auf die Spindel aufwinden. Und wenn ich es irgendwie so schräg halte, dann wickelt es mir das Ganze auch schräg auf. Also schön übereinander halten. Die Ratsche lässt sich so nicht öffnen. Es hat hier eine sogenannte Easy-Release-Schlaufe. Diese ziehe ich zum Griff der Ratsche und entsichere so die Ratsche. Und jetzt kann ich einfach mit einer Hin- und Herbewegung die Slackline spannen. Ich kann durchaus auch ein wenig mit den Beinen arbeiten. Einfach gut festziehen, damit sie so straff gespannt ist, dass sie in der Mitte nicht den Boden berührt. Gerade wenn man so aus den Beinen arbeitet, können auch sehr gut kleine Kinder, so irgendwie ab 6, 7 Jahren, diesen Slackline Park aufbauen. Wenn ich jetzt die Ratsche angezogen habe, ist es ganz wichtig, dass ich die Ratsche wieder sichere. Also ich kann den Hebel einfach bis hierhin zurückbewegen, aber ganz schließen kann ich ihn erst, wenn ich wieder diese Easy-Release-Schlaufe zum Griff ziehe und dann den Ratschenhebel so sichere. So ist die Ratsche gesichert und kann nicht aufspringen. Am selben Pfosten kann ich bis 3 Slacklines befestigen. Ich mach das gleich mal. Gerade zu Beginn, wenn die Schüler noch nicht so gut Slacklinen können, ist es ratsam, längere Slacklines durch einen Schwedenkasten hier zu unterteilen. Das hat erstens den Vorteil, dass die kürzere Slackline dann weniger hin und her zittern und dass man so eine Slackline-Möglichkeit mehr hat. Wichtig ist, dass das Polster des Kastens durch so einen Line-Slider geschützt ist. Dieses Viereckset mit diesen 5 Slacklines bietet die Möglichkeit, gerade wenn man die längeren Slacklines mit Schwedenkästen unterteilt, Slackline-Möglichkeiten für bis zu 20 Personen. Da wir nur die Hälfte der Halle brauchen, kann man durchaus auch auf der anderen Hallenhälfte ein Spiel oder etwas anderes machen und kann so auch ganz große Schulklassen mit diesem System sehr modernen Sportunterricht bieten. We'll be right back.
Andere Befestigungsmöglichkeiten gibt es praktisch nicht in der Halle. Also gar nicht sollte man Volleyballpfosten oder Sprossenwand verwenden, weil diese können durch die Zugbelastung des Slacklines Schaden nehmen. Auch Direktpfosten sind nur bedingt geeignet. Wenn die Slackline dort auch etwas zu hoch befestigt wird, können diese ganz gering sich verbiegen und dann ist das Reck nicht mehr zu gebrauchen. Um die Ratsche wieder zu lösen, geht man wie folgt vor. Man entsichert zuerst den Ratschelhebel, indem ich die Soft Release zum Hebel ziehe, so, und drücke so mit der Unterstützung den Hebel in Streckung.